Hallo zusammen, ich bin Salvatore und mache die Lehre als Biologielaborant im Nestle Research Center zu Konolfingen. Heute zeige ich euch ein paar Sachen, die ich den ganzen Tag so mache. Nachdem das unsere Bakterien die besten Umstände für ihre Vermehrung im Bioreaktor gemacht haben, nehme ich ein paar Milliliter zur Untersuchung. Ich will wissen, wie stark sich die Bakterien vermehrt haben. Das Coolste an meiner Lehre im Nestle Research Center zu Konolfingen ist, dass ich Teil der Forschung bin und mit meiner Arbeit aktiv mitwirken kann. Anhand dieser Platte kann ich sehen, wie viele Bakterien gewachsen sind. Jeder von diesen Punkten ist eine Bakterienkolonie. Als Laborant, Fachrichtung Biologie, gehe ich 1,5 Tage pro Woche in Bern in die Berufsschule. Dort habe ich die Fächer Allgemeinbildung, naturwissenschaftliche Fächer, Mathe und Englisch. Die Probe, die wir vorher gerade genommen haben, wird jetzt im Zytometer untersucht. Das Ergebnis zeigt uns, wie viele Bakterien wir im Bioreaktor haben, wie viele davon leben und wie viele schon gestorben sind. Wenn dir ein kleiner Einblick gefallen hat, dann bewirb doch auch du dich als Biologielaborant im Nestle Research Center zu Konolfingen.